Willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin 2. Wir sind nirgendwo, oder? Sind in Pipeholz. Ach ja, ich wollte das da unten mal sortieren, ne? Ja, jetzt habe ich das eh vergessen. Und habe ich das mal bei ihm? Ja, ich habe es immer noch nicht gemacht, beim Roten Prinzen die Dinger da zu sortieren. Ja, das mache ich offscreen. Was machen wir jetzt als nächstes? Übrigens, in der letzten Aufnahmesession, so wie in dieser, ist kein Maus zu sehen. Ich klicke jetzt hier hin. Das liegt daran, oder wenn ihr seht, das hier zum Beispiel, wenn Sachen aufleuchten. Tja, das liegt daran, dass offensichtlich der Stream daran schuld ist. Das Ganze wird gerade gestreamt. Am Stream sieht man das wunderschön. Ja. Da wird das auch wunderbar übernommen, aber das Spiel hat offensichtlich Probleme, den Mauszeiger anzuzeigen. Der Mauszeiger blinkt auch extrem. Und es hat mit Framerates zu tun, sag ich mal so viel. Und da die Maus kein Hardware-Cursor ist und wahrscheinlich ein Software-Cursor, wenn ich, gehe ich mal von aus, wird er hier nicht angezeigt. Der gehört quasi zum Spiel, ist spielintern. Das, der Mauszeiger gehört zum Inventar des Spiels und ist deswegen zerstört. Der ist quasi unsichtbar. Es gibt bei einem Let's Play, habe ich das mal gesehen, dass irgendeiner mal, dass er, der Let's Player gesagt hat, oh, dieser Charakter blinkt sehr schnell und man hat ihn im Spiel nicht gesehen. Also im Video. So nach dem Motto, oh, mit wem redet der da? Da ist doch niemand. Sachen, die fürchterlich schnell blinken, werden nicht aufgenommen. So, Fane und Kurs ist hier. Gut. Was sollen wir denn machen? Ich habe schon wieder das halbe Spiel vergessen. Ethan muss in die Taverne. Er muss in die Taverne? Das Salomte Kind hat ihm gesagt, dass er in die Taverne soll. Manchmal sehe ich die Maus selbst nicht, dann müsst ihr mir verzeihen. Okay, gehen wir in die Taverne. Oh, das Spiel ruckelt bei mir leicht. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mal, so in 3 Jahren, mal einen neuen Prozessor habe. Intel Core i7 aus der 22. Generation oder so. Und eine neue Grafikkarte. So, was steht denn dann noch? Nein. So, wahrscheinlich eh nur Ethan mit den Reden, ne? Ja. Ich frage mich noch, ob er hier irgendwo rumläuft oder nicht. Achso. Aber es sieht aus, ob der hier nicht ist. Ich gehe mal nach oben und gucke, ob er da ist. Die Musik ist echt geil. Passt die Musik sich echt der Umgebung an, wenn man da drin rumgeht? Scheint so, ne? Wo bist denn du? Ich bin oben und suche nach dem Baran, heißt er, glaube ich. Okay, ich bin wieder auf. Ethan sucht einen Typen. Das könnte auch ein Piratenlied sein oder so. Ups. Oh. Nicht genug Diebstahl. Ach, da darf ich nicht rein, na super. Wo ist denn der? Ja, ich muss mal die Maus irgendwie da hinpacken, wo sie mich nicht stört. Die stört mich extrem, weil sie blinkt. Muss ich mal darauf gucken. Ihr seht's nicht im Video, das ist toll für euch. If I want something, I'll let you know. Who shall rise? Who gains the title most divine? Ah, warte mal. So. Eigentlich habe ich Ethan für einen Schläger gehalten.
sodass er nie einen Kampf scheut. Then a smile creases his face. A smile carefully constructed to look friendly and authentic. A smile that doesn't reach his eyes. Greetings, stranger. Looking to ease the pain of a decaying world. You're in the right place. Beers are ordered at the bar, but can I interest you in a nourishing bowl of stew? Ah. Was soll man da sagen? Du musst einen Eintopf bestellen. Okay, ich hätte gerne eine Schale Eintopf. A bold choice, on the face of it. Unless you're looking for something a little more tantalizing than a meaty stew and a mildly alcoholic brew. He raises an eyebrow and gives you a sly look. Ah. Will keinen Eintopf kaufen. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt noch eine etwas aufregendere Wahl, wie Leute, die das Geld dafür haben. He purses his lips. His fingers drum a pattern on his elbow as he assesses you. Was hat Finesse 10? Ah, komm jetzt mal zur Sache hier. Oh, okay. Komm erst mal zur Sache hier. I'm sorry, I mistook you for a different kind of person. My mistake. I shall return to serving me other customers, and I wish you a good, if boring, appetite. Hier, vielleicht ändert das deine Meinung. I'm sorry, it's not about the money. Naja, dann halt nochmal. Really? You insult me now. This is about fellowship, about a shared world view amongst devotees of strange and exhilarating experiences. Money is irrelevant. Ach, alles kann mit Geld bezahlt werden. A smile spreads across his face. He holds out his hand. Now we speak. Käuflich ist, ey. So, let me ask you this. Across the world, who is renowned above all others for their exquisite lovemaking abilities? What the fuck? Was geht hier ab? Was denn? Die Antworten. Das ist eine Ivan-Antwort. Ja, nehmen wir die Ivan-Antwort. Die einsamen Wölfe sagen... Okay. Ja, spreche es genauso aus. Ja, aber das auszusprechen und auch noch zu übersetzen ist nicht so einfach. Moment. Die einsamen Wölfe sagen, dass die Echsen sagen... It's all in the tongue. Nein, falsch. Es liegt an der Zunge, steht hier. Ich kann es ja für liegt die... an der Zunge? Es liegt an der Zunge. Nee, das kann dann wohl nicht sein. Was ist denn im Englischen? It's all in the tongue. Es ist alles in der Zunge? Ich meine, der Kontext ist ja wohl klar, oder? Ja, also im Englischen sagt das aber anders. Also ich würde auch sagen, es liegt an der Zunge. Okay, wir reden miteinander vorbei. Ich sag es einfach so. He gives you a strange look, then realizes you're on the right track. Yes, exactly. And for an insignificantly small sum, I can introduce you to the greatest lizard lover the world has ever seen. Was hat Jonas da zu suchen? Ja, ich habe eigentlich an jemand anderes gedacht. Well, this is what's available. Take it or leave it. And I suggest you take it. It's better to regret something you did than something you didn't do, am I right? He holds out his hand. Ah, okay, gucken wir mal, wo das hinführt. The money vanishes into his apron. Now, let me ask you this. What flavor of stew do you prefer? Do you like the strong and meaty variety?
Or do you prefer it delicate and fragrant, if you get my meaning? Yeah. Upstairs, on the second floor. Her name is Zara. Pleasure is her business. Was hast du gewählt? Enjoy the experience of a life. Das erste. He gives you a mischievous grin, then dips his head in salute and turns away. Okay, irgendwie glaube ich nicht, dass das Stopp, das ist, was stopp, stopp, stopp. Halt. Was denn? Liebe hat ihren Preis. Tag 7, 23.25 Uhr. Wir haben mit einer Bedienung namens Lovrig in Schwarzen Ochsen gesprochen. Es scheint, dass er nebenbei noch etwas Exotisches macht. Aber wir konnten ihn nicht dazu bereden, uns mehr zu erzählen. Tag 7, 23.41 Uhr. Ein Gruppenmitglied, in Klammern Ivan, hat Lovrig für die Vermittlung einer Echsenhure namens Zara bezahlt. Sie wartet im obersten Stock der Taverne. Viel Spaß, Ivan. Ja, gucken wir mal, was da jetzt... Willst du wirklich mit Fane auch reingehen? Er ist, ist ein Untoter, ne? Ach was. Mal kurz gucken. Ah, die Tür war vorher verschlossen. Okay. Okay, gucken wir mal. Du bist nicht willkommen? Nö, ich bleib unten. Okay. Sibyl hält nichts davon. Der rote Prinz ist es auch egal. So, ich bin im Dialog. Ich höre mit. I'm so glad you came, but your friends will have to leave. She turns her back on you and waits for your companions to leave. Mhm. Ups. Zack. Kann auch nicht gut ausgehen. Ach ja, Ivan soll alleine mit dir reden. Mal gucken, was passiert. Ja, das haben wir schon gesehen. I'm so glad you've come. Are you here to water my flowers? Tolle Beschreibung. Wollt ihr meine Blumen gießen? Ja, genau deswegen sind wir hier, oder ich? I've been so lonely since my man went away to fight the coming war. I need someone to take care of me. You're so masculine, darling. Won't you take care of me? Gott sei Dank spiele ich eine Frau in dem Spiel. Alter, Sibyl würde oben voll das Kotzen kriegen, ey, bei diesem Gespräch. Ja, also ich tue natürlich alles, um dich zu beschützen. Come on over here, big boy. Du bist die Ding Ding. She bats her eyelashes. Oh Mann. What I'm thinking. Okay, rübergehen. Holding your gaze, a shadow of a smile playing on her lips, she reaches for the clasp of her robe. You reach her and she unfastens it. Then, quite deliberately, she lets it fall. Oops. Du hast was fallen gelassen. Ja. Okay, irgendwie, das ist bestimmt eine Falle. Also, ich würde dem Typen das zutrauen, dass er so ein, ja, dass die Leute so rein lockt und dann ausraubt oder sowas. Glaubst du wirklich, Ivan ist schlau genug, das zu erkennen? Er ist ja eigentlich so ein Schurkencharakter so mäßig, ne? So von so einer Geheimorganisation, hast du nicht gesehen, oder was heißt geheim, aber so eine... Ja, er gehört der dunklen Bruderschaft von Skyrim an. Ja, genau. Auf ein Knie gehen und die Robe aufheben. She reaches down. Grabs you by the back of the head and pulls you to her. Your world explodes in ecstasy.
Aha. Huch. Was zum... Wow, 50... Wow. Erfahrungspunkte oder was? Oh, jetzt werde ich noch angesprochen. Nee, hier, Glück. Ach, Lucky Glück. Charm, plus 2. Toll, super. Und jetzt hier Gil Sanders. Gil Donner steht hier. Okay, mal gucken, was sie zu sagen hat. The swaggering rowdy stops dead in her tracks. A look of dubious recognition on her filthy face. Oh, die erkennt ihn wieder. She smiles uncertainly, gold teeth flashing for the briefest moment. What the? Ifan? No little birdies told me you were back in town. You know Gil. Ja, ich bin zurück und suche nach Arbeit. You're too funny. Come on, boys. Let's give your fans some privacy and head on out to wait for the next guest. Oh, and Ifan, if you see any chumps down there who could do with a lighter purse, send them this away, for old time's sake. Carefully keeping her eyes trained on yours, Jill tosses you the clothes you were wearing. The thugs retreat. Each one shuffling backwards, with eyes pinned to you the whole time. Zara suddenly looks terrified, not scared of them, but scared of you. Please, forgive me. Hm, was? Das war's wert. She's relieved. It was worth it, wasn't it? Now, baby, you should leave. You don't need a thing like me dragging you down, hanging on to your heart. Keine Sorge, alles wird gut werden. Oh, Ifan, der Weiberheld. Ja, natürlich. Das ist Captain Kirk hier, oder oh, was? Boah, jetzt hier nochmal so richtig schmalzig, nochmal so ein Abschiedskuss. Ja, natürlich. I love you too, baby. I love you too. Aber ich hab doch gesagt, das war eine Falle, nur zum Glück kannte die Ifan. Ja, ich fand es nur schlau umgekehrt irgendwie. Oh. Ja, bleibst mal kurz stehen. Jo. Tag 8, 0 Uhr 6. Ein Gruppenmitglied hat erhalten, wofür es bezahlt hat. Aber etwas stimmt nicht. Wie es einfach hier steht. Es ist eine Falle. Ein paar Schurken sind erschienen. Anscheinend bedienen sie sich regelmäßig bei Kunden, während diese ungeschützt sind. Okay. Hört sich irgendwie auch nach einem Euphemismus für nackt an.